Willkommen auf der Saatbox. Ich habe noch eine vierte Box beim lokalen Händler mir organisiert. Und ich habe festgestellt, dass ich von jedem Climax nur drei habe. Das heißt, für ein Playset brauche ich noch eine vierte Box. Ich weiß, man redet sich's ein. Aber da kickt dann halt doch die Unvernunft leider. Und hier haben wir eine Going First. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Ja, jetzt habe ich dreimal Going First. Und einmal Going Second. Und das Going Second kenne ich leider die Serie nicht. Wer die kennt oder beziehungsweise die Light Novel Reihe kennt, schreibt es mir gerne in die Kommentare bitte. Wäre super. So, ich mache es wieder in zwei Parts. 8 und 8. Und ja, fangen wir doch gleich mit der ersten Packung an. Falls ich noch ein bisschen außer Atem bin, ich bin gerade die Treppe hochgerannt. Gut, haben wir die gute Schana vorne dran. Holo, Schoko und das Geschwisterpärchen. Gerade Pappe ist noch hier. Dann auf zum zweiten Booster-Päckchen. Ja, die Schale ist auch nicht mehr die schärfste. Da habe ich rausgefunden, da scheint es rein nur eine Novelle bisher zu geben. Und haben wir gleich die erste Double Rare. Gebukuro. Auf zum dritten Pack. Und eine Karte ist dran hängen geblieben. Die Climax. Da muss ich erstmal überlegen. Rokuyo Blue, gut, hier ist glaube ich so gerade das Event, spielt sehr mit der kompletten Gruppe. Also müsste man alleine schon da fünf von den Mädels inkludieren. Und die sind nicht mal auf den Cover der Packung mit drauf und sind gefühlt irgendwie sehr präsent in dem Deck. Weil man ums komplett, wenn man es komplett nutzen will, wirklich alle vier, nee, alle fünf mit ins Deck nehmen muss. Und Minori als SR. Die ist schick, die ist cute. Minori mag ich. So, dann haben wir jetzt die Hälfte schon überschritten. Vielleicht ist da was Besonderes drin. Ja, alles mit 86 ist was Besonderes. Und Himari. Die Schwelle sagt mir jetzt leider nichts. Muss ich nochmal nachgucken. Damit sind jetzt wahrscheinlich bei der Boosterbox schon die SRs raus. Das heißt, in vier Boxen leider keine Sand dabei gehabt, aber es ist halt immer noch eine Glückssache, was man jetzt letztendlich bekommt. Und das letzte Päckchen. Doppelrare Kirino und von SAO was. Gut, dann sehen wir uns im letzten Part demnächst wieder. Bis dahin, ciao.